Hallo und willkommen zurück zur Stanley Kubrick Retrospektive und zum vorletzten Film, den Stanley Kubrick der Welt schenkte. Full Metal Jacket. Nach The Shining hätte man meinen können, dass Kubrick dem Horrorgenre treu bleibt. Immerhin hat er gezeigt, dass er das Gruselhandwerk mehr als versteht. Aber Kubrick suchte sich eine neue Herausforderung und widmete sich einem Thema, das er seit Paths of Glory nicht mehr aufgegriffen hatte. Krieg und seine Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Grundlage für den neuen Film waren die Bücher The Short Timers von Gustav Hasford und Dispatches von Michael Hare. Beide waren Kriegsberichterstatter und verarbeiteten in ihren Werken ihre Erlebnisse während der Ausbildung und während des Vietnamkrieges. Kubrick traf beide bereits Anfang der 1980er Jahre, aber die Zusammenarbeit gestaltete sich zunächst schwierig. Vor allem Hare schwebte ein anderer Film vor, als Kubrick ihn drehen wollte. So dauerte es bis 1985, bis man sich auf ein fertiges Drehbuch einigte. Und bis der Film unter dem Titel Full Metal Jacket ins Kino kam, gingen noch 2 Jahre ins Land. Die Handlung von Full Metal Jacket lässt sich in 2 Teile aufteilen. Der erste spielt auf Paris Island, wo James T. Davis seine Ausbildung zum Marine beginnt. Sein Drill Sergeant Hartman nimmt die Gruppe hart ran und gibt allen demütigende Spitznamen. Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker, Private Joker? Im Laufe der Ausbildung tut sich vor allem Leonard Lawrence, genannt Private Paula, negativ hervor. Hartman hat Leonard auf dem Kicker. Sir, weil ich zu viel wiege, Sir! Weil Sie ein ekelhafter Fettwanz sind, Private Paula! Sir, jawohl, Sir! Private James Joker aber beeindruckt Hartman und wird dafür belohnt. Private Schneewittchen, Sie sind gefeuert. Private Joker ist von nun an neuer Gruppenführer. Obwohl Joker Leonard unterstützt, wird es mit ihm nicht besser. Hartman bestraft schließlich sogar die ganze Gruppe für Leonards Verfehlungen, was die Jungs gegen Leonard aufbringt. Joker bringt die Ausbildung schließlich gut hinter sich und will als Berichterstatter nach Vietnam gehen. Davor muss er aber noch miterleben, wie es mit Leonard und Hartman ein böses Ende nimmt. Zu Beginn des zweiten Teils ist Joker schon eine Weile in Vietnam. Als der Vietcong den Waffenstillstand zu den Tet-Feiertagen bricht, wendet sich das Kriegsgeschehen endgültig gegen die Amerikaner. Strategisch bedeutet das, Charlie hat das Land mit seiner Offensive halbiert. Die zivile Presse scheißt sich bereits die Hosen voll. Joker wird daraufhin nach Hue versetzt, wo er die Gräuel des Krieges hautnah miterlebt. Er trifft aber auch einen Freund von Paris Island wieder, Private Cowboy. Heilige Scheiße, du alter Hühnerficker. Die Truppe gerät in der Stadt in den Hinterhalt eines Heckenschützen. Dieser erledigt 3 Kameraden, darunter auch Cowboy. Erst dann gelingt es Joker und Rafterman, den Schützen festzusetzen, der sich als junge Frau entpuppt. Und was wird aus ihr? Was denn? Die stinkt doch schon. Joker gibt ihr nach langem Zögern den Gnadenschuss. Mit diesem Erlebnis nähert sich seine Zeit in Vietnam dem Ende. Ich träume den Traum vom großen Heimkäfig. Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Full Metal Jacket ist laut Kubricks eigener Aussage kein Kriegsfilm, sondern einfach ein Film, der die Realität abbildet. Genau das macht den Film so schwer verdaulich. Der erste Teil ist schockierend. Detailliert wird einem der brutale militärische Drill und die Indoktrinierung vorgeführt. Das hier ist mein Gewehr. Es gibt viele andere, aber dieses ist meins. Mein Gewehr ist mein bester Freund. Der Waffenwahn und die Kriegsliebe der Marines bekommen dabei sogar religiöse Züge. Für Hartman ist Töten ein Gottesauftrag. Gott ist geil auf die Marines, weil wir alles töten, was uns vor die Augen kommt. Er spielt sein Spiel, wir spielen unseres. Man weiß nicht, wie Joker, Paula und Co. vor der Armee waren, aber Hartman bricht sie alle, macht aus jungen Männern Kriegsmaschinen. Joker wird zum Zyniker und kommentiert fortan fast alles mit einem dummen Spruch. Aber erst frisst du dann mal die Erdnüsse aus meiner Scheiße. Und Leonard Paula zerbricht an dem Drill. Er scheint sich durch Hartmans Sadismus sogar zurückzuentwickeln. Sein Verhalten wird immer kindlicher. Steck dein Hemd rein. Am Ende entmenschlicht Hartman Leonard sogar komplett und kriegt doch irgendwie genau das, was er wollte, einen leeren, gewissenlosen Killer. Besonders tragisch dabei ist, dass es für Leonards Zustand mehr als genügend Anzeichen gab, aber niemand fühlte sich zum Helfen berufen. Leonard spricht mit seinem Gewehr. Ja.
Die Formel ist wohl simpel. Man wird ein Mann oder stirbt beim Versuch. So richtig hassen kann man Hartman für sein Verhalten aber nicht. Er ist auch nur ein Produkt des Militärsystems. Wer weiß schon, was er während seiner Ausbildung alles miterlebt hat und wie er damit umgegangen ist. Sein und Leonards Ende ist nicht nur für Joker bitter. Dabei arbeitet Kubrick im ersten Teil durchaus auch mit Humor. Meist schwarzen Humor, der auf Kosten anderer geht. Viel kommt dabei von Hartman, dessen Dialoge Kultstatus erreicht haben. Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Der zweite Teil Full Metal Jackets saugt einen dann regelrecht aus. Die Atmosphäre ist meist bitter und niederschlagend. Kubrick zeigt den Vietnamkrieg in allen grausamen Facetten. Dazu gehören nicht nur realistische Verletzungen, sondern auch so manche Gräueltat der Marines. Jeder, der davonrennt, ist ein Vietcong! Jeder, der stehen bleibt, ist ein disziplinierter Vietcong! Auch die arrogante Haltung der Amerikaner gegenüber den Vietnamesen kommt zum Vorschein und erinnert frappierend an das Vokabular der Nazis. Warum packen Sie nicht mit an und machen mit bis zu unserem Endsieg? Sohn, alles, was ich von meinen Marines verlange, ist, dass sie meinen Befehlen gehorchen, als wären sie das Wort Gottes. Wir sind hier, um den Vietnamesen zu helfen, weil in jedem dieser Schlitzaugen steckt ein Amerikaner. Der Film hat selten wirklich berührende Momente. Die Zeit unter den Kameraden besteht hauptsächlich aus Blödeleien. Sogar dann, wenn man der Toten gedenkt. Er hat gewichst, 10-mal am Tag. Ungelogen. Mindestens 10-mal am Tag. Das ist andererseits nur verständlich. Vielleicht hilft die Flucht in den Humor, den Krieg zu ertragen. Der einzig wirklich menschliche Moment im Film ist dann ausgerechnet ein Gnadenschuss. Joker verzichtet darauf, die Heckenschützin grausam verrecken zu lassen, obwohl sie seinen besten Freund auf dem Gewissen hat und ihm alle anderen zur Rache raten. Und ich sage, wir überlassen die Kleine dem Aufräumkommando der Ratten. Full Metal Jacket verliert aber nie aus den Augen, dass unter den Soldaten immer noch Menschen stecken. Menschen, die zu Kameraden werden und die auch ihre eigenen Ansichten vertreten. Uns haben sie die Freiheit genommen und haben sie den Schlitzaugen gegeben. Ja, und die wollen sie nicht. Die sind lieber am Leben als frei, denke ich. Durch beide Teile des Films zieht sich eine Konstante, Mickey Mouse. Über deren Bedeutung wird viel diskutiert. Vor allem das Ende mit dem Mickey Mouse Song ist bezeichnend. Mickey Mouse! Mickey Mouse! Mickey Mouse! Mickey Mouse! Die grausamen Killer sind im Grunde immer noch Kinder. Hi, hi, boys and girls from far and near, you're welcome as can be. Kameratechnisch setzte Kubrick diesmal vermehrt auf Handkamera. Das sorgt für ein Mittendrin-Gefühl, das durch die praktischen Special Effects noch verstärkt wird. Jede Explosion und jeder Schuss passierten live am Set. Interessanterweise lässt Kubrick den Zuschauer gleich mehrfach durch die Augen von Gewaltopfern blicken. Einmal sogar durch die Augen der Toten. Die Schauspieler haben allesamt Talent, spielen aber wenig subtil. Was im überzogenen The Shining noch Stil hatte, wirkt im realistischen Full Metal Jacket etwas deplatziert. Nur Vincent D'Onofrio und Ronald Lee Ermes tun sich als Private Leonard Paula und Sergeant Hartman richtig hervor. Ermes, tatsächlich ein ehemaliger Drill-Sergeant, war eigentlich nur als Berater für den Film vorgesehen, überzeugte aber derart, dass Kubrick ihn schließlich besetzte. Der Großteil seines Dialoges ist improvisiert, was noch mehr zu Hartmans Kultstatus beigetragen hat. Wie groß sind Sie, Private? Sir, 1,75 Meter, Sir! 1,75? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Dabei scheißen Sie mich doch um 1 Zentimeter, hä? Und D'Onofrio ist gegen Ende in seinem Wahn mindestens so furchteinflößend wie Jack Nicholson in The Shining. Joker. Das größte Problem Full Metal Jackets liegt ausgerechnet in seiner Zweiteilung. Der Film zerbricht nach der Hälfte gewissermaßen. Obwohl die Hauptfigur Joker die gleiche bleibt, fühlt sich der Vietnam-Teil einfach anders an als vorher Paris Island. Fast meint man, man wäre in einem neuen Film gelandet. Mit der intensiven Wirkung des ersten Teils kann der zweite zudem nicht mithalten. Sicher hat er seine Hochmomente. Vor allem die letzte Sequenz mit dem Scharfschützen geht unter die Haut. Aber das Schicksal von Leonard Paula ist derart tragisch, dass alles weitere dagegen abfällt. Vor allem die Rache seiner Kameraden ist gekonnt inszeniert. Fast kann man Leonard Schmerzen am eigenen Leib spüren. Das hast du alles nur geträumt, Fettsack. Oh.
Bei seiner Veröffentlichung bemängelten Kritiker zudem, dass Full Metal Jacket auf ausgetretenen Pfaden wandelt. Kubrick stellt die dunklen Seiten des Vietnamkriegs in Szene. Nur taten das schon andere vor ihm. Erwähnenswert sind vor allem Francis Ford Coppolas Apocalypse Now und Oliver Stones Platoon. Full Metal Jacket ist zwar intensiv, fügt der Thematik aber nicht viel Neues hinzu. Kubricks Film kam einfach zu spät. Heutzutage sind alle Vietnam-Filme aus der Zeit längst Filmgeschichte. Wann genau ein Film erschien, ist beim Gucken zu Hause gar nicht mehr so wichtig. Nur hätten sich die Kritiker damals wohl mehr Innovation vom Großmeister der innovativen Bilder erhofft. Full Metal Jacket behandelt harten Tobak. Sowohl der militärische Drill als auch der Vietnamkrieg sind gnadenlos realistisch gehalten. Das erfordert einen starken Magen und stabile Nerven, zumal es anders als in Paths of Glory kein emotional heilsames Ende gibt. Wer das aushält, sollte dem Film aber unbedingt eine Chance geben. 5 Punkte. Abgesehen davon, zu spät dran zu sein, erhielt Full Metal Jacket 1987 zumeist positive Kritiken. Auch bei den Filmpreisen konnte der Streifen punkten. Unter anderem erhielt Kubrick in Japan den Kinema Kumpo-Preis als bester fremdsprachiger Regisseur. Leider wollte, wie schon bei Barry Lyndon, das Einspielergebnis nicht stimmen. Kubrick zog sich erneut zurück. Es folgten Jahre, in denen viele Projekte begonnen, aber nicht realisiert wurden. Erst 1999 meldete sich Kubrick ein allerletztes Mal zurück. Mehr dazu, wenn die Retrospektive sich langsam ihrem Ende nähert. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald.